Kam träumen von Elfen, Trollen und Feen. Lass die Nacht kommen. Willkommen zur 10. Folge des Komm träumen Märchen Podcast. Wie schön, dass du da bist. Freu dich auf eine ganz besondere und festliche Geschichte, in der die Trolle, Feenferkel, die kleine Spinne Netti und die Eule Gutfinna ein besonderes Abenteuer erleben und das Fest der Liebe und der Rentiere feiern. Das Märchen handelt davon, dass Freundschaft und Zusammenhalt etwas Wunderschönes bewirken können. Danke an unseren lieben Autor Andreas Mertel, der diese zauberhafte Geschichte für dich geschrieben hat. Hast du es schon richtig gemütlich? Dann mach die Ohren ganz groß, denn jetzt geht es los. Folge 10: Das Fest der Liebe und der Rentiere bei den Trollen. Es war tiefer Winter im Trollwald und die Zeit, in der wir Menschen uns auf Weihnachten freuen. Die Trollburg glitzerte und funkelte vor lauter silbrigen Eiskristallen. An dem Ast, an dem Netti, die kleine Spinne, im Sommer ihr Netz gesponnen hatte, hing ein dicker Eiszapfen, der bis tief auf den Boden hinunterragte. Über den Nachthimmel tanzten die Polarlichter, hellgrün wie junge Blätter und feurig rot wie reife Tomaten. Ihr Schimmer ließ die schneebedeckte Landschaft aufleuchten und zauberte glitzernde rot-grüne Lichter auf die frostigen Tannen und Hügel. Es war wahrlich ein magischer Anblick. Doch davon bekamen die Trolle und Netti nichts mit. Sie schliefen selig unten in der gemütlichen Schlafhalle und träumten lustige Träume. Jetur, der älteste Troll mit den langen schwarzen Haaren, erwachte als erster an diesem Tag und gähnte mit seiner kratzigen, tiefen Stimme. Kaum war er wach, beschlich ihn ein Gefühl, als würde dieser Tag nicht so ablaufen wie sonst. Irgendetwas lag in der Luft. Er wusste nicht genau, was es war, aber er wollte der Sache auf den Grund gehen. Er stand auf und machte sich daran, den Frühstückstisch zu decken. Denn Trolle verpassten keine einzige Mahlzeit. Sie liebten es zu essen, und wann immer sie leckere Beeren oder Pilze im Wald sahen, griffen sie zu. In ihrer Trollburg gab es einen ganzen Raum nur für Beeren, einen weiteren für Nüsse und noch einen für getrocknete Pilze, aus denen sie im Winter dampfende Suppe kochten oder sie einfach getrocknet knabberten. Der Winter war lang und sehr kalt in ihrem Wald und da war es ratsam, Vorräte zu haben und nicht zu viel zu verspeisen. Man wusste ja nie, wann der Frühling wieder für Nachschub sorgen würde. Aber die Trolle waren bekannt dafür, immer lieber etwas zu viel zu sammeln, als sie brauchten. Das taten sie nicht nur für sich, sondern um anderen etwas abzugeben, falls jemand in Not geraten war. Jetur stellte dampfenden Holunderbeerentee auf den Tisch und rief die anderen Trolle zum Frühstück. Bono, Snorki und Ekon kamen munter an den Tisch geeilt und setzten sich auf die Holzstühle, die die Trolle vor langer Zeit gebaut hatten. Nur Snoops hatte mal wieder einen besonders tiefen Schlaf und schnarchte weiter. »Snoops, Zeit zum Aufstehen«, sagte Snorki mit den roten Wangen. Aber der junge Troll ließ nur ein kleines Grummeln hören. So beschlossen sie, ihn noch etwas liegen zu lassen. Sie wussten ja, dass Snoops ein wahrlich verschlafener Troll war. Als sie fast fertig waren mit dem Frühstück, wachte auch endlich Snoops auf, setzte sich auf seinen Stuhl und stopfte sich den Bauch voll. Dann reckte er sich mit einem langgezogenen »Ah« und machte ein sehr zufriedenes Gesicht. »Was machen wir denn heute?«, wollte er wissen.
Jethur runzelte die Stirn und sagte, »Wir sollten die Gegend erkunden und nachsehen, ob alles in Ordnung ist. Ich habe heute so ein Gefühl, als wäre etwas in der Luft. Ich kann nur noch nicht sagen, was es ist.« Snoops und den anderen reichte das schon als Antwort. Sie sprangen auf, räumten schnell den Tisch ab und nahmen sich ihre Schneeschuhe und einen Wanderstock, die oben in der kleinen Vorhalle aufbewahrt wurden. Die Schneeschuhe hatten sie zusammen mit Nettie gebaut, die mit ihrem Spinnengarn ein Netz zwischen die gebogenen Zweige geflochten hatte. Die Schneeschuhe waren sehr praktisch, weil man mit ihnen viel schneller auf dem tiefen Schnee laufen konnte und nicht andauernd einsank. Also stapften sie los. Erst wollten sie dem Feenferkel Smilla einen Besuch abstatten und fragen, ob sie mitkommen wollte. Mit ihr war es immer viel lustiger. Sie erfand ständig tolle Lieder, wenn sie mit ihr durch den Wald liefen. Und so machten sie sich auf den Weg zur Lichtung der Feenferkel und liefen über die selbstgezimmerte Baumbrücke über den kleinen Fluss. Auf der anderen Seite des Flusses gingen sie schnurstracks zu Smillas Grashütte und klopften an. Das Klopfen verursachte eine kleine Schneelawine und wusch! Der herabfallende Schnee begrub die Trolle mit einer dicken Schicht. Die Trolle sahen sich an und lachten los. Bono, der lauteste unter den Trollen war und die größten Ohren besaß, griff sich einen Schneebrocken, warf ihn auf Snorky und brüllte »Schneeballschlacht!« Das ließen sich die Trolle nicht zweimal sagen und die Schneebälle flogen wild durch die Luft. Die Feenferkel kamen aus ihren Hütten, lachten und feuerten die Trolle an. Als alle ziemlich aus der Puste waren, schaute Jethur sich auf der Lichtung um. Er hatte es nicht mitbekommen bei dem wilden Tuhuwabu, aber irgendjemand fehlte hier. Da fiel es ihm plötzlich auf und er rief zu den Feenferkeln, die sie umringten, »Wo ist denn unsere gute Freundin Smilla?« Die Trolle sahen sich um, aber von Smilla war weit und breit keine Spur. »Smilla, wo bist du?« rief Snoops, der das Feenferkel besonders gern hatte. Aber er bekam keine Antwort. Smollo, der älteste der Feenferkel mit den leuchtend grünen Augen, sagte, »Unsere Smilla ist heute Morgen in aller Frühe durch den Waldrand gelaufen. Das macht sie sehr oft in letzter Zeit und sie wirkt auch etwas traurig.« Jethur sagte, »An den Waldrand ist sie gelaufen und sie ist traurig? Ich hatte es ja schon geahnt, dass heute etwas nicht stimmt. Lasst uns los und Smilla suchen. Ich möchte wissen, was sie bedrückt.« Die anderen Trolle nickten und sagten alle, »Ja, ja, wir suchen sie.« Und so machten sie sich auf den Weg an den Waldrand. Sie bewegten sich durch dichtes Unterholz und kletterten über große Schneehaufen. Als sie endlich am Waldrand angekommen waren, hatten alle ganz rote Nasenspitzen von der Kälte bekommen. »Smilla, wo bist du?« rief Ekon, der stärkste der Trollkumpane. »Hallo!« Plötzlich vernahmen sie ein leises »Hier!« Smilla hockte auf einem Ast und starrte auf die große schneebedeckte Ebene, die im Sommer eine große Blumenwiese war. Die Wiese war so lang und breit, dass man von hier den nächsten Wald nicht sehen konnte. Man musste auf einen hohen Baum klettern, um sie zu überblicken. Jethur setzte sich zu Smilla und fragte mit leiser, kratziger Stimme, »Sag mal, Smilla, was macht dich denn so traurig?« »Ich«, sagte sie schluchzend, als hätte sie schon eine ganze Weile geweint. »Ich warte hier seit ein paar Tagen auf die Rentiere. Sie sind immer lange fort und man weiß nie genau, wann sie zurückkehren.
aber sie kommen jedes Jahr im Winter zur Wiese und bleiben bis zum Frühling. Ich mache mir große Sorgen, ob sie bei all dem Schnee und Eis genug zu fressen finden und alle gesund sind. Ich bin so traurig. Ich weiß nicht, was ich dagegen unternehmen kann. Ich vermisse die Rentiere so sehr. Ihre Stimme war mit jedem Wort leiser geworden und sie schniefte. Jethur sah Smilla an und war sehr besorgt. Er wollte nicht, dass ihre kleine Feenferkelfreundin sich so traurig fühlte. Er dachte nach und legte einen Arm um Smilla. »Weißt du, Smilla, ich denke nicht, dass man einfach aufhören kann, traurig zu sein. Aber wir können etwas tun, das dir hilft, die Wartezeit zu überbrücken und etwas Schönes für die Rentiere zu tun. Wir zeigen ihnen, dass sie willkommen sind und wir uns auf ihre Rückkehr freuen.« »Was kann das denn sein?« fragte Smilla neugierig und wischte sich die Tränen weg. »Komm mit!« Jethur stand auf und sagte zu den anderen Trollen, die ihn mit großen Augen ansahen. »Wir bauen jetzt mit Smilla einen großen Unterstand für die Rentiere. Sie werden bald hier ankommen. Bestimmt sind sie hungrig und möchten sich ausruhen. Ich schlage vor, Ekon und Snoops holen einige Vorräte aus den Zimmern der Trollburg und fragen auf dem Weg die Feenferkel, ob sie uns beim Bauen helfen können. Wir errichten uns ein kleines Lager und arbeiten so lange an dem Unterstand, bis er groß genug ist für die Rentiere. Alle sollen es gemütlich haben, wenn sie hier eintreffen. Seid ihr einverstanden?« »Was für eine schöne Idee, lieber Jethur«, sagte Smilla und umarmte ihn. Und die Trolle waren natürlich einverstanden. Sie liebten es, Dinge zu bauen. Ganz besonders solche, die sie noch nie gebaut hatten. Das war immer ein großer Spaß, auch wenn nicht immer alles auf Anhieb klappen wollte. Sie waren gut darin, es einfach so lange zu probieren, bis sie erfolgreich waren. Ein Unterstand für die Rentiere versprach, ein großes Abenteuer zu werden. Sofort legten sie los und entdeckten einen großen Baumstamm, der halb umgefallen war. Er ragte schräg hinauf und lehnte an einer kräftigen Fichte. »Den können wir als Dachbalken nehmen«, rief Snorky aufgeregt, und seine Wangen waren wie immer rot. »Wenn wir Äste und Zweige sammeln und sie an den Stamm lehnen, sollten wir ein schönes Dach hinbekommen. Aber wir brauchen unser Werkzeug«, fiel ihm plötzlich ein. Ja, Werkzeug war wichtig. Damit würden sie einen stabilen Unterstand bauen können. Die Trolle hatten sich für alle möglichen Arten von Arbeiten Werkzeuge aus Holz und Stein gebaut. In ihrer Trollburg befand sich sogar eine eigene Werkstatt und oft kamen die Feenferkel vorbei und sie überlegten sich gemeinsam nützliche Dinge, die sie bauen konnten. Es gab immer etwas zu werkeln und es machte Spaß. Zuletzt hatten sie sich und den Feenferkeln neue Schlitten gebaut, mit denen sie die Hügel hinuntersausen konnten. Es dauerte etwas, aber bald erschienen Ekon und Snoops mit einem großen Schlitten. Er war voll beladen mit Vorräten. Und sie hatten sogar an das Werkzeug gedacht. Mit ihnen zusammen kam eine Schar Feenferkel. Bestimmt waren es 20 von den kleinen Ferkeln. Und alle trugen kleine Grashüter auf ihren Köpfen, die mit bunten Steinen, Tannenzapfen oder Kastanien geschmückt waren. Alle wollten Smilla unterstützen und sowieso war es selbstverständlich, dass alle mithalfen. Sogar Nettie war auf dem Schlitten mitgefahren, denn sie dachte, der ein oder andere stabile Spinnfaden würde bestimmt hilfreich beim Bau eines großen Unterstands sein. Alle sprachen aufgeregt durcheinander und bald hatte jeder seine Aufgabe gefunden. Zunächst wurden lange, dünne Stämme gesägt und schräg über den dicken, umgekippten Stamm gelegt. Dabei entstand das Gerüst für ein Dach. Und so bauten, sägten, sammelten und schnitzten sie den ganzen Tag. Bald hatten sie sogar schon ein Stück des Daches mit Baumrinde abgedeckt und es war Zeit für
für eine Pause. Smilla besaß 4 magische Flügel auf dem Rücken. Ja, sie war ja schließlich ein Feenferkel. Smilla konnte mit ihren Flügeln Feuer machen und so entfachte sie einen Haufen Laub und Äste. Alle setzten sich um das Lagerfeuer, um sich daran zu wärmen. Zum Glück hatten Econ und Snoops auch das große Holzfass mit dem Holunderbeerensaft auf dem Schlitten mitgebracht. Jetur suchte nach einem großen Stein und legte ihn ins Feuer. Als der Stein schön heiß geworden war, nahm er 2 Stöcke, hob mit ihnen den Stein aus dem Feuer und ließ ihn in das Fass mit dem Saft plumpsen. Es zischte und blubberte und nach einigen Minuten dampfte der Saft und es roch herrlich nach dem dunkelroten, süßen Saft. Jetur füllte die mitgebrachten 10 Becher und die Trolle und Feenferkel reichten sich reihum die Becher weiter, da nicht für jeden ein eigener da war. Alle tranken und genossen den fruchtigen Geschmack. In der Kälte sah man dichten Dampf aus den Bechern emporsteigen. Es war einfach schön, etwas Anstrengendes zu tun und sich anschließend mit einem leckeren heißen Saft zu stärken. Der Unterschlupf war schon so gemütlich, dass die Trolle beschlossen, die Zeit, die es noch dauern würde, alles fertig zu bauen, hier zu verbringen. Sie verabschiedeten die Feenferkel, die ankündigten, die nächsten Tage mithelfen zu wollen, und legten weitere Zweige und Rinde an den Stamm, damit der Wind nicht hineinpfiff. Danach kuschelten sie sich eng am Feuer aneinander und schliefen bald ein. Auch Smilla blieb bei den Trollen und konnte sehr schnell einschlafen. Es hatte gut getan, etwas für die Rückkehr der Rentiere zu tun. Und es war wundervoll, dass alle dabei mithalfen. Am nächsten Morgen erwachten Jetur und die anderen Trolle von einem Geräusch. Jetur rieb sich die Augen und staunte. Es war Smilla, die diese Klänge machte. Sie sang fröhlich vor sich hin und war scheinbar gar nicht mehr traurig. Freunde, meine Freunde, zusammen sind wir stark. Freunde sind wie Lichter in der Nacht. Smilla hatte schon begonnen, den Boden unter dem Dach von Ästen und Steinen freizuräumen und sagte fröhlich, vielleicht können heute einige von uns trockene Blätter sammeln, die noch an den Bäumen hängen oder im Unterholz vor dem Schnee geschützt sind. Damit will ich den Boden auslegen, damit die Rentiere es gemütlich haben. Snoops sah sie mit glänzenden Augen an und sagte, »Oh, Smilla, die Rentiere können stolz sein, eine Freundin wie dich zu haben.« Smilla lächelte über ihr ganzes Feenferkelgesicht und pfiff und sang ihr Lied weiter. Sie hatte beschlossen, sich nicht mehr so viele Sorgen um die Rentiere zu machen. Sie würden kommen. Das spürte sie in ihrem Herzen. Bald kamen alle wieder zusammen und es wurde gesägt, gehämmert und gesammelt. Das Dach sah schon richtig stabil aus. Die Eule Gudfinna kam aus dem Wald geflogen, setzte sich aufs Dach und beobachtete das Treiben der Trolle und Feenferkel. »Uhu! Was treibt ihr denn hier?« fragte sie Smilla. »Wir bauen einen Unterstand für die Rentiere. Sie müssen bald an diese Lichtung kommen und sollen sich hier ausruhen können.« Gudfinna schaute sie durchdringend mit ihren großen Eulenaugen an, drehte den Kopf einmal ganz herum und sagte, »Ich kann Ausschau halten, wenn du möchtest, denn ich kann sehr weit sehen und über die Schneefläche meine Kreise ziehen. Sobald ich sie entdecke, rufe ich 3-mal, uhu, 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 dann wisst ihr, dass sie auf dem Weg zu euch sind. Danke, liebe Gudfinna, das ist eine ganz hervorragende Idee, sagte Smilla und freute sich. Jetzt, da die Ankunft der Rentiere nicht mehr lange auf sich warten ließ, machte sie sich immer weniger Sorgen, sondern freute sich über die tolle Arbeit,
die sie alle zusammen geleistet hatten. Sie rief den Trollen zu: »Schaffen wir es, heute fertig zu werden?« Die Trolle sahen sich an und grinsten dann zu Smilla. Alle hoben die Daumen hoch und Ekon legte die letzten beiden Rindenstücke auf das Dach. Es war unglaublich, aber sie hatten den riesigen Unterstand wirklich fertiggestellt. Alle fühlten das Glück darüber in ihren Herzen. Wieder einmal hatten sie erlebt, dass man gemeinsam alles schaffen konnte. Und noch dazu hatte es so viel Spaß gemacht. »Jetzt können wir noch Flechten von den Tannen sammeln. Die Rentiere essen sie am liebsten im Winter«, rief Smilla und sauste los. Sie und die Trolle nahmen den Schlitten und sammelten so viele Flechten, wie darauf passten. Dann zogen sie ihn zurück zu ihrem wunderschönen Bauwerk. Als sie fast angekommen waren, hörten sie aus der Ferne Gudfinna rufen. »Uhuhuhu! Uhuhuhu! Uhuhuhu!« Das war das vereinbarte Zeichen. Gudfinna musste die Rentiere entdeckt haben. Jetzt konnte es nicht mehr lange dauern und sie wären hier. Smilla rief den Trollen zu: »Sie kommen! Sie kommen! Lass uns schneller ziehen!« Alle legten sich noch einmal so richtig ins Zeug und schnauften, dass es nur so dampfte beim Atmen. Als sie angekommen waren, schoben sie den Schlitten vor den Unterschlupf. Smilla spitzte die Ohren und horchte. Sie vernahm ein Schaben im Schnee und Schnaufen. Einen Moment später kamen die ersten Rentiere hinter den Bäumen hervor. Dann wurden es immer mehr, bis Smilla nicht mehr mit dem Zählen hinterherkam. Bestimmt waren es mehr als 50 Tiere. Sie jubelte vor Glück und lief ihnen entgegen. Jedes einzelne schaute sie sich an. Sie wollte sicher sein, dass es allen gut ging. Rentiere gehörten zur Familie der Hirsche. Ihr Fell war dicht und lang. Im Sommer graubraun und im Winter war es heller. Ihre Geweihe waren wie Äste verzweigt und nach vorne gebogen. Ihre Augen waren groß und dunkel. Fast alle hatten einen langen, dunkelbraunen Fleck im Fell, der unter den Augen begann und sich bis zur Nase dehnte. Die Tiere liefen direkt in den Unterstand und begannen sofort, die Flechten vom Schlitten zu fressen. Dabei grunzten und kauten sie zufrieden. Danach legten sie sich unter das Dach auf die ausgelegten Blätter. »Wir haben es wirklich ganz pünktlich geschafft und alle sind sicher angekommen. Jethur, das war die beste Idee, die du gehabt hast. Danke«, sagte Smilla glücklich. Jethur sah sie an und sagte: »Manchmal ist es eine gute Idee, etwas Schönes für andere zu tun. Die Sorgen werden gleich ein bisschen leichter.« Smilla nahm seine Hand und sagte: »Genau, und ich möchte es ab jetzt immer so machen. Lasst uns jedes Jahr diesen Unterstand für die Rentiere vorbereiten. Und morgen Abend möchte ich mit euch feiern. Kommt bitte auf die Feenlichtung. Es wird großartig. Das verspreche ich euch.« Gemeinsam machten sie sich auf den Rückweg zur Trollburg und alle waren schon sehr gespannt, was Smilla da wohl für ein Fest vorbereiten wollte. Sie konnten es kaum mehr erwarten. Am nächsten Tag sammelten die Trolle eine ordentliche Menge leckerer Dinge zusammen, die sie zu dem Fest mitbringen wollten. Leckere Beeren, Pilze, Honig und noch 3 Fässer von Jethurs berühmten Holunderbeerensaft. Und Jethur hatte auch noch etwas gemacht. Er hatte Birkenholzbecher für den Holunderbeerensaft gesägt. Er wollte, dass jedes Feenferkel einen eigenen Saftbecher als Belohnung für die Arbeit bekam. Und so packten die Trolle alles auf den Schlitten und dann ging es los. Von der Trollburg über die Baumbrücke zur Lichtung der Feenferkel. Sie befanden sich gerade auf der Brücke, da reckte Bono die Nase in die Luft und sagte: »Oh, riecht ihr das?«
Dieser Duft kommt doch von der Lichtung. So süß und lecker. Und tatsächlich, ein Duft nach warmen Nüssen wehte von der Lichtung herüber und wurde immer stärker. In Snoops Magen rumpelte und knurrte es immer lauter, je näher sie der Lichtung kamen. Als die Trolle eintrafen, staunten sie nicht schlecht. Alle Hütten der Feenferkel waren mit Tannengrün, Tannenzapfen und rot leuchtenden Hagebutten geschmückt. Um das große Feuer herum standen Tische und Stühle. Auf den Tischen befanden sich große Schalen, voll mit leckeren Nusskeksen. Manche von den Keksen hatten ein Stück getrockneter Beere darauf, andere waren mit einer Schicht Honig überzogen. »Da seid ihr ja, meine Freunde!« rief Smilla und lief ihnen entgegen. Sie reichte jedem ein selbstgebasteltes Rentiergeweih aus Zweigen und sagte, »Herzlich willkommen zu unserem ersten Fest der Liebe und der Rentiere. Es soll von nun an jedes Jahr stattfinden. Wir feiern die Rückkehr der Rentiere und unsere Freundschaft.« »Ihr seid nämlich die besten Trolle der ganzen Welt«, flüsterte Smilla und wischte sich über die Augen. Snoops jubelte. »Oh, Smilla, das ist eine wundervolle Idee. Gibt es dann jedes Mal diese herrlich duftenden Kekse?« Alle lachten los. Sie kannten den großen Appetit von Snoops. »Ja«, sagte Smilla, »ich denke, das ist eine tolle Idee, lieber Snoops. Aber nun kommt mit.« Die Trolle setzten sich die Rentiergeweihe auf, die auch alle Feenferkel trugen. Und Jetur stellte die Fässer mit dem Holunderbeerensaft in die Nähe des Feuers. Er überreichte jedem Feenferkel einen eigenen geschnitzten Becher mit Saft und sie freuten sich über dieses schöne Geschenk. Alle waren so fröhlich. Die geschmückten Hütten, das große Lagerfeuer und der leckere Keksduft verbreiteten eine ganz besondere Stimmung. »Alle mal bitte herhören«, hörten sie Nettie plötzlich rufen. Sie war die ganze Zeit auf dem Schlitten mitgefahren. »Seht mal nach oben in den Himmel!« Alle Augen richteten sich auf den dunklen Abendhimmel und Nettie drückte Jetur einen Spinnenfaden in die Hand. »Sieh mal kräftig«, sagte sie. Jetur zog an dem Spinnenfaden und wie von Zauberhand hoben sich überall zwischen den Dächern der Hütten kleine Eiszapfen in die Luft. Sie funkelten und glitzerten im Schein des Feuers und durch die Menge ging ein Raunen und Staunen. Alle klatschten vor Freude in die Hände. Gudfinna die Eule hatte etwas Schnee in ihre Krallen genommen, flog über die Lichtung und ließ es für alle noch ein wenig schneien. Die Flocken leuchteten golden über dem Lagerfeuer, bevor sie leise zischend in der Glut verdampften. Smilla sprang auf eins der Fässer und rief, »Ihr alle habt in den letzten Tagen so viel für die Rentiere und mich getan. Wir wollen das jetzt jedes Jahr wiederholen, wenn die Rentiere sicher angekommen sind. Lasst uns dann immer das Fest der Liebe und der Rentiere feiern. Und weil es so etwas Besonderes ist und ich mich riesig freue, dass wir alle Freunde sind, habe ich mir ein Lied ausgedacht und ihr dürft gleich gern mitsingen.« Und so begann Smilla das Rentierlied zu singen. Nach und nach stimmten alle mit ein. Nur Snoops sang etwas später mit. Er hatte sich gerade 3 Nusskekse in den Mund gestopft und musste ganz schön viel kauen, damit er mitsingen konnte. Willkommen zum Fest der Liebe und Rentiere, willkommen wunderschöne Winterzeit. Wir sind die Trolle und Feenferkel, beste Freunde.
Freunde auf Lebenszeit. Lass uns bauen, backen und lachen, einander liebste Kumpel sein. Willkommen zum Fest der Liebe und Rentiere. Willkommen, wunderschöne Winterzeit. Wir sind die Trolle und Feenferkel, beste Freunde auf Lebenszeit. Lass uns bauen, backen und lachen, einander liebste Kumpel sein. Sie feierten und sangen noch bis tief in die Nacht. Und am Ende legten sie sich um das Feuer und schliefen glücklich ein. Wäre jemand in dieser Nacht vorbeigekommen, so hätte er die Feenferkel, die Trolle, Gutfinna die Eule und sogar die kleine Spinne Netti zufrieden schnarchen hören können.